Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Am Anfang kurz eine kleine Information. Wir haben ja letzte Woche den Shoyoka-Diss-Track rausgebracht und der ist jetzt auch auf Spotify verfügbar. Wir brauchen ungefähr 1 Million Streams in dieser Woche, um irgendwie vielleicht mit Glück in die Charts zu kommen. Also auf jeden Fall streamen. Dazu release ich gemeinsam mit Cassius Clay und Twizzy ein Album. Den Link zum Vorbestellen findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und wir spielen auch 2 Konzerte Anfang nächstes Jahr in Berlin und Köln. Ohne Bodyguards, also kauft euch auf jeden Fall Tickets und jetzt viel Spaß mit der Folge. Es gab auf der Gamescom wie jedes Jahr mal wieder einen heftigen Beef, beziehungsweise der Beef ist eigentlich erst danach entstanden. Neben dem Fakt, dass ich die militante Veganerin treffen durfte. Und dass sie das alle geil finden. Das ist eigentlich eine Schande. Nein, davon distanziere ich mich aber, Bruder. Gibt es einen Beef zwischen Cisco, Philo und Zabex? Aber was genau ist eigentlich passiert? Der YouTuber und Influencer Cisco hat sich für die Red Bull Lounge bei der Gamescom beworben. Das ist so ein extra Haus, wo man sich als Creator bewerben kann, um einen Rückzugsort zu haben. Auch wenn ich selber nicht reinkomme, ist das tatsächlich sehr cool. Da gibt es Essen, Verpflegung kostenlos und ja, da chillen die ganzen Influencer, die keine Lust haben, Zuschauer zu treffen. Auf jeden Fall hat er erst eine Zusage bekommen, wie er in seinem Video gesagt hat. Liebe Friends of Red Bull, fantastische Neuigkeiten! Wir freuen uns, dir mitteilen zu dürfen, dass du offiziell für den Red Bull Creator Club auf der Gamescom 2023 bestätigt bist. Komischerweise, genau am Tag der Gamescom war es dann doch plötzlich wieder eine Absage. Für dieses Jahr konnten wir dir leider keinen Platz im Red Bull Creator Club reservieren. Wir wünschen dir trotzdem eine unvergessliche Zeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, keine Ahnung, vielleicht nochmal umstrukturiert oder war zu voll, die mussten nochmal aussortieren oder sonst irgendwas. Das Dumme an der Sache ist, dass der YouTuber Philo selber zugegeben hat in einem Podcast, dass er der Grund dafür ist, dass Cisco nicht rein durfte. Da hören wir einfach mal ganz kurz rein. Weißt du, wer sich beworben hat? Nee, wer? Cisco G. Scheiß mir die Hose. Echt jetzt? Jo. Bitte sag mir, er wurde nicht angenommen. Wurde er angenommen? Er wurde initial angenommen. Ah. Dann habe ich den Namen gelesen. Und dann wurde er abgelehnt. Nein. Felix, ich lutsche deinen Schwanz. Ich lutsche dir deinen Schwanz. Wirklich? Na klar. Sag Wallah. Wallahi ja. Sogar. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass die beiden vielleicht wirklich heftige private Differenzen haben. Tatsächlich haben die aber überhaupt nur ein einziges Mal was miteinander zu tun gehabt, denn Cisco hat das Ganze sehr gut in einem Video aufgearbeitet. Beide waren nämlich bei einem Streamer-Event vom Spiel Rust dabei und naja, Cisco hat das Team von Philo komplett hops genommen und das sagt er dazu. Streamer-Events wurde die Base von Zabex, Philo, Revi und ich glaube, die hatten noch 2 weitere im Team. Ich weiß nicht, wer es genau war. Auf jeden Fall wurden die von uns geradet. Ja, sie haben die ganzen Items verloren, Base kaputt gemacht. Wir haben krass rumgeheult. Revi hat auch irgendwann angefangen mit, was ist das für eine Hurensohn-Aktion? Ja, Bro, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr lächerlich, das Ganze. Überraschenderweise wurde ich auch auf kommende Rust-Events nicht mehr eingeladen. Ansonsten hatten die halt nie miteinander Kontakt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass weil Philo von Cisco in einem Rust-Event vor einem Jahr hops genommen wurde, dass er deswegen Cisco extra ausgeladen hat. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Das Lustige ist, nur so nebenbei, bei dem Rust-Event wurden wie gesagt sogar die Regeln abgeändert, damit das Philo-Team irgendwie trotzdem gewinnt. Die durften beispielsweise mehr Spieler im Team haben als die anderen und haben trotzdem verloren. Auch bei anderen Leuten hat er anscheinend dafür gesorgt, dass diese nicht in die Red Bull Lounge durften. Ja, aber der bitte nicht rein. Er hat gesagt, der noch nicht. Sag mal, wer die Liste macht. Du? Sei doch korrekt und lass ihn rein. Nein? Ich finde es schon wirklich sehr widerwärtig, wie arrogant er sich fühlt, dass er irgendjemanden den Zutritt zu dieser Red Bull Lounge hat verbieten lassen. Als wenn das jetzt irgendwas ist, worauf man stolz sein kann. Das, meine Freunde, ist ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Er sieht halt einfach wirklich aus wie dieses Emoji hier, oder? Also wirklich 1:1. Ich feiere das. Im Podcast geben sie dann auch noch andere Gründe an, warum Cisco denn nicht da rein durfte. Unter anderem diese Sachen hier. Cisco wurde abgelehnt. Ne? Geil, ey. Ja, nee, passt nicht zum Wertesystem. Macht halt nur Trollscheiße, fuckt Leute im Internet ab. Ja, ist doch auch Quatsch. Ja, ist Quatsch. Also erstmal, er passt vom Flow her nicht rein. Ist schon eine ganz komische Aussage, weil ich glaube, da waren 100 oder 200 Leute insgesamt drin. Als ob sich da jeder mit jedem versteht. Außerdem chillen die ja auch nicht alle da gemeinsam. Also die Aussage macht schon mal gar keinen Sinn. Dazu auch zu sagen, ja, der trollt halt Leute im Internet und so.
Also erstmal macht das bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich jeder Influencer irgendwo ein bisschen, dass er mal trollt oder hier und da einen Spruch bringt. Aber das Einzige, was Cisco da gemacht hat, ist, dass er im GTA RP zum Beispiel irgendwelche Leute verprügelt hat oder so. Also weil er in GTA RP rumtrollt, hat er nichts in der Red Bull Lounge zu suchen. Ich habe keine Fragen mehr. Gerade, dass Sabex hier mitmacht, enttäuscht mich wirklich sehr, sehr krass. Wir hatten vor x Jahren mal Kontakt und waren auch befreundet. Er selber macht immer wieder Videos, wo er sich für alte Sachen entschuldigt, beispielsweise hier. Ich war halt unzufrieden mit mir selber und habe halt irgendwie versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Habe dann Beef mit Unge angefangen und habe einfach, Digga, ich habe einfach immer irgendwelche Leuten so ans Bein gepisst. So ein kleiner, dicker, blonder Junge hat einfach immer irgendwelchen Leuten ans Bein gepisst. Das war halt ganz wild. Das war ganz, ganz wild. Dadurch habe ich mir schon komplett viele Türen einfach dicht gemacht und verschlossen. Ja, ist ziemlich doof, anderen ans Bein zu pissen, ne? Also zumindest, wenn es Leute wie Unge oder so sind, von denen man profitieren könnte mit Reichweite. Bei so kleineren Streamern wie Cisco, ja, den kann man natürlich weiterhin schaden. Das ist ja irgendwo schon cool, wenn man keine Reichweite zu verlieren hat. Er war auch damals derjenige, der übrigens einen Fake-Beef mit Lelano gestartet hat, einfach nur, um irgendwie an Reichweite zu kommen. Auch dazu gibt es noch eine Reaction von mir online. Digga, lass doch mal einen Fake-Beef starten, so einen auf den. Also halt, dass wir beide davon profitieren und uns dadurch eine Reichweite aufbauen. Und ich war schon so, ja, Digga, ich weiß nicht, ob das klappt und fühle ich auch nicht so. Im Endeffekt habe ich es dann mitgemacht, so. Und Jungs, ich war so krank überwältigt, wie heftig das lief, wie heftig dieser Fake-Beef lief. Und Philo sagt ja, dass er da einfach vom Flow her und so weiter nicht reinpasst. Wir können ja mal gucken, was Zabex damals, ist schon ein bisschen länger her, sage ich noch gleich was zu meiner Ex getwittert hat. Ich bin eine, die nackt in Clubs tanzt und dringend Aufmerksamkeit braucht. Gina ist die größte Mist, die mir je untergekommen ist. Frontet mich in ihrem mehr als Fremdscham verursachenden Video, okay. Die dumme, kann sich umbringen gehen. Und ja, wie gesagt, die Tweets sind schon wirklich super lange her. An sich würde ich darauf jetzt auch gar nicht eingehen, das kritisiere ich bei mir ja auch immer. Wie Skrulls allerdings auch selber getweetet hat, zieht sich das halt durch seine komplette Karriere. Also er hat sich als Mensch nicht weiterentwickelt, sodass man sagen kann, okay, das ist doof gelaufen, aber jetzt ist er korrekt, sondern er ist immer noch genau der gleiche arrogante Mensch wie früher, der einfach, genau wie Philo, weder Selbstbewusstsein hat, noch Selbstwertgefühl, und das sind einfach wirklich Leuten, denen man keine Macht geben sollte, denn die nutzen das halt aus, um sich einmal im Leben als was Besseres zu fühlen, um einmal Leuten von oben herab irgendwas sagen zu können, indem sie jemanden zum Beispiel die Akkreditierung in der Red Bull Lounge wegnehmen. Und das ist einfach absolut peinlich, wenn man das aus privaten Differenzen macht. Ich meine, wenn ihr jetzt ein YouTube-Event habt, also ein eigenes, und ihr ladet ihn nicht ein, ist es okay. Aber das auf den Rücken von Red Bull auszutragen, ist halt einfach wirklich absolut lächerlich. Also auch hier die Frage an Red Bull und an das One-Up-Management, die da die Akkreditierung gemacht haben. Warum darf ein Philoboy euch sowas bestimmen? Wie kann das klar gehen? Wirklich, ich verstehe es nicht. Und auch kleiner Funfact an dieser Seite. Ich war ja auch bei einigen Aftershow-Partys während der Gamescom und da ist mir von mehreren Leuten zu Ohren gekommen, dass Leute, die für mich angefragt haben bei der Red Bull Launch, selber ihr Bändchen verloren haben, weil sie für mich gefragt haben. Mehr nicht. Also sehr, sehr cool, wie das da gehandhabt wird, meine Freunde. Ich will euch nochmal ganz kurz zwei, drei lustige Clips von der Gamescom zeigen. Ich war da nämlich ein bisschen live und mein Highlight 1 war auf jeden Fall dieser Junge hier. Was sagst du mit dem Lieblings-MT? Digga, lebst du in 2019? Ist er wirklich. Ja, trotzdem. Wir haben doch gar keinen. Wir haben doch gar keinen. Ich interessiere mich aber noch dafür. Digga, wir hatten schon Beef, als du noch gar nicht geboren wurdest. Hör mir zu. Seid alle leise. Ey, wir klären auf die 1. Der dann auf jeden Fall beleidigt weggegangen ist, aber nur mal so nebenbei, der ABK-Beef ist schon lange beendet und der ist 12, so wie hat er das mitbekommen, im Kindergarten oder was? Lustig ist allerdings auch, dass ich und Skrulls, ja, glaube ich, diesen Typen hier wirklich ein sehr schlechtes Gewissen gegeben haben. Also ich finde, er ist ja generell schon mal ein bisschen transphob, dass man hier von zwei Geschlechtern spricht, weil es gibt dann insgesamt irgendwie 700 Stück oder so. Deswegen finde ich, die Frage ist halt sehr schwierig zu beantworten. Ich denke, jeder Mensch ist für sich allein stehen, unabhängig vom Geschlecht. Die Frage, das Interview abzubrechen, das geht so nicht. Das ist wirklich transfeindlich, was ihr passiert. Bitte? Ja. Das ist transfeindlich. Okay, okay. Alles klar. Dann euch einen schönen Tag noch. Und was natürlich auch noch passiert ist, ich habe aus Versehen Janina angerotzt. Na gut, das Taschentuch ist kaputt gegangen, aber passiert. Ich würde gerne einen dummen Spruch bringen, aber ich denke, ich sollte das lieber nicht machen. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Es gibt leider noch eine nicht so schöne Meldung von der diesjährigen Gamescom. Und zwar hat Phoebe auf Twitter Folgendes von sich gegeben. Ich war die Tage so geschockt von mir selbst. In einer für mich wirklich schlimmen Situation, wo ich von Creator-Freunden komplett belästigt wurde, habe aber nichts gesagt und habe es einfach über mich ergehen lassen. Es triggert mich so unnormal, weil ich mir selber eigentlich immer eingeredet habe, dass solche Dinge niemals passieren werden. Aber ich hatte solche Angst. Ich habe schon mit
mit engen Freunden darüber geredet. Passt auf euch auf, es kann einfach so schnell was passieren. Da sie nicht sagt, wer es ist, war es wahrscheinlich Skurrus, aber kurz Spaß beiseite. Ich persönlich finde das sehr, sehr krass, gerade da sie auch sagt, dass das von Creator-Freunden passiert, also mit Leuten, wo man ja irgendwie Kontakt hat, dem man ja auch irgendwie so ein bisschen vertrauen sollte, ist das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr krass. Sollte euch selber sowas passieren, beispielsweise bei der Gamescom oder auch sonst irgendwo, wo Leute sind, am besten immer direkt zu der Security gehen und auch nicht Angst haben, dass die Security da nichts macht, weil ihr da irgendeinen YouTuber oder Creator beschuldigt. Sucht euch bei sowas auf jeden Fall Hilfe, geht dagegen auch vor und lasst das auf jeden Fall nicht mit euch machen. Ne, sucht euch am besten irgendwie da Hilfe. Phoebe wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Seven vs. Wild ist abgeschlossen, der Dreh. Ich wollte das irgendwie andersrum sagen. Auf jeden Fall ist der Dreh von Seven vs. Wild abgeschlossen. Und natürlich gibt es mal wieder einige Leaks, die beweisen sollen, dass ein paar Teams früh ausgeschieden sind. Unter anderem war nämlich der Twitch-Account von Papa Platte bei Monte im Stream unter den Zuschauern zu sehen. Allerdings muss man hier natürlich auch dazu sagen, dass es auch irgendein Mitarbeiter oder Freund sein kann, wer auch immer die Account-Daten hat. Also das ist kein hundertprozentiger Beweis. Bei Trimax kann man sehen, dass er in seinem Clash Royale-Account ein Spiel gespielt hat. Also zumindest mit dem Account von Trimax wurde halt gespielt. Das ist nicht Clash of Clans, wo man wirklich aktiv die ganze Zeit irgendwas machen muss, sondern Clash Royale kann man auch mal eine Woche oder zwei liegen lassen, ohne dass man Nachteile hat. Von daher bisschen suspekt, dass da eine Runde gespielt worden ist, aber auch das natürlich kein hundertprozentiger Beweis. Da der Dreh jetzt allerdings auch beendet ist, kann man sich die Vorher-Nachher-Bilder angucken und man muss sagen, dass einige Leute wirklich krass abgenommen haben. Also hier einfach mal ein paar Leute zum Vergleich. Hier zum Beispiel Knossi und Sascha haben auf jeden Fall gut abgenommen. Ich glaube, die waren sehr lange drin. Auch Trimax-Team hatte auf jeden Fall gut was verloren. Dazu auch Papa Platte, der wirklich extrem abgenommen hat. Ich glaube, der war 14 Tage Frankfurt Hauptbahnhof und nicht in Kanada. Also auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ich denke, dass da einige Teams doch länger durchgehalten haben, als man ausgegangen ist. Und es gibt hierzu auch eine sehr schöne Nachricht. Denn das Erste, was Trimax gemacht hat nach den 14 Tagen, ist es nämlich, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Und sie hat auch tatsächlich Ja gesagt. Der Verlobungsring, den hat er anscheinend selber geschnitzt, als er da in den Wäldern unterwegs war. Und das ist todessüß. Also Retalk feiere ich mega, aber sieht auch sehr schmerzhaft aus, den länger zu tragen. Aber sehr, sehr cool. Und ja, was denkt ihr? Wer gewinnt die zweite, dritte Staffel von Seven vs. Wild? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns in den nächsten News wieder. Bis dann. K-Thanks, bye. Monte guckt den District noch.